Hallo, hier ist die Kati und willkommen bei Teil 9 unseres Let's Plays Wax to Witches Pferderanch. Und wir haben hier unsere super müde und kaputte Ruby, die ja wirklich viel erlebt hat im letzten Teil. Wir haben ja einen süßen kleinen Orkan bekommen. Hier hinten macht er seine Gehversuche. Er trottet hier so ein bisschen durch die Gegend unter dem Sternenhimmel, macht seine Gehversuche. Das sieht aber schon ganz gut jetzt langsam aus, Orkan, prima. Und Serafina, stimmt gar nicht, Ipanema, ist eingeschlafen, ist ja auch schon spät. Hier hinten ist unsere hübsche Serafina. Die ist aber noch sehr fit. Ich glaube, die ist noch nicht so müde. Was haben wir hier? Oh, ein Pferdehaufen. Der gehört uns. Unser Pferdehaufen. Und wo sind? Da sind Mimimi. Und hier haben wir, ne? Mimimi. Und hier ist unsere Flocke. Und ihr habt mir noch ein paar schöne Namen gesagt, aber das war jetzt leider schon zu spät. Und zwar Molly und Polly. Und Zottel und Keks. Finde ich auch alle vier total super. Und wir werden mit Sicherheit noch mehr Tiere haben. Also, ich habe mir das gemerkt. Die werden alle noch verarbeitet. Ach, verarbeitet im Zusammenhang mit Tieren ist natürlich jetzt ein bisschen war jetzt ein bisschen falsch. Okay, ihr wisst, was ich meine. Und ich würde sagen, ja, lassen wir die Tierchen jetzt alle mal ein bisschen hier schlafen. Alle bis auf Serafina. Sie haben sich jetzt hingelegt. Nee, Orkan steht hier auch noch. Aber die anderen schlafen. Ruby schläft. Unserem Wein geht es auch ganz gut. Noch nichts gewachsen, vielleicht morgen früh. Ja, und nicht zu vergessen, wir haben jetzt einen kleinen Weinkeller. Klein, aber fein. Ach, das Licht sieht so gemütlich aus. Oh, guten Appetit, Orkan. Die Mami und ihr Baby. Oh, sie leckt ihn ab. Wie süß seid ihr denn? Einen schönen guten Morgen, liebe Ruby. Und sie macht sich mal wieder einen Obstsalat, weil wir haben sehr viel Obst und nichts anderes. Na, ein bisschen was haben wir ja eigentlich schon, aber anscheinend reicht das nicht für die Rezepte. Serafina, alles gut? Hunger. Hab ich doch aufgefüllt. Da ist alles voll. Und da, die kleine Ziege futtert auch. Also es hat mir auch jemand geschrieben, die essen hier auch die Heuraufe. Da essen sie mit. Und deswegen muss man die auch nicht unbedingt mit der Flasche füttern. Außer man möchte gern die süße Animation sehen, wenn sie dann da dran nuckeln an dem kleinen Fläschchen. So, wenn wir uns jetzt was zu essen gemacht haben, würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal duschen. Schnell und lauwarm und dann werden wir uns mal um die Tiere kümmern. Und Ruby hat Level 5 der Kochfähigkeit erreicht, was ihr nicht viel bringt, aber sie könnte arme Ritter und Fisch und Chips machen. So, Ruby, jetzt, genau, du gehst ja schon mal hin. Fellbürsten ist eine gute Idee. Kümmer dich mal um all deine süßen Tierchen hier. Wie sieht's hier aus? Ist hier dreckig schon? Der ist noch sauber. Der ist leicht schmutzig. Leicht schmutzig. Du siehst ein bisschen dreckig aus hier, mein Freund. Versorgen, einmal Flocke putzen. Oder täuscht das? Irgendwie siehst du, nö, stimmt gar nicht, du hast gar keinen Stinker um dich rum, aber ist ja egal. Für Wolle scheren und über das Leben als Zuckerwatte reden, weil du so putzig bist. Können wir dich auch streicheln? Streicheln. So, machen wir also erstmal hier ein bisschen was mit Flocke. Dann kümmern wir uns um Mimi. Die können wir melken. Dann werden wir mit ihr ein bisschen Witze erzählen, damit Mimimi ein bisschen entspannter und lieber wird. Und streicheln. Oh, Orkan hat auch ein kleines Häufchen. Oh, das ist aber für ein kleines Pferd ein großes Häufchen. Danke schön dafür. Na, Orkan, wie geht's dir? Du bist ein bisschen angespannt. Wir kümmern uns auch gleich um dich. So, jetzt erstmal hier, die kleine Maus. Einmal geschoren. Mäh. Ein bisschen erzählen. Oh, das hat ihm Spaß gemacht. Fandst du gut? Du süß. Ach, Ipanema, immer wenn ich dich sehe, denke ich, bist du schön. So ein schönes Pferd. Oh, warum bist du traurig? Umarmen, aufmuntern. Ich meine, bei dir ist eigentlich alles gut, aber wir bürsten dich nochmal. Danke für die Flaschenmilch, liebe Mimimi. Kommt gleich mal in den Kühlschrank, bevor es schlecht wird. Rein damit. Oh, wir können mal wieder Frösche züchten. Braucht ein bisschen Geld, ne? 155 ist jetzt nicht so doll. Was haben wir denn hier noch? Wir können die Sachen mal alle in den Kühlschrank legen. Jetzt kümmern wir uns ein bisschen um unsere liebe Ipanema. Die genießt die Aufmerksamkeit auch sehr. Warum bist du dann auch traurig? Aufmuntern, umarmen. Was ist denn los bei euch, ihr Süßen? Hals massieren. Und ist wieder glücklich? Immer noch traurig. Was ist denn los? Na, was ist los? Ah. Und hat sie es uns erzählt?
Wir fragen jetzt, was los ist. Und sie sagt, ich bin traurig. Liebesbedürftiges Pferd, das sie am liebsten aus der Hand gefüttert wird. Ja, natürlich kriegst du das. Das muss mir doch einer sagen. Aus der Hand füttern. Prairiegras. Fragen wir sie auch mal. Vielleicht hat sie ja das Gleiche. Schau mal, hier kriegst du dein Gras. Magst du lieber aus der Hand gefüttert werden? Hat sie sich gefreut? Oh, jetzt geht's ihr wieder gut. Okay, das müssen wir uns merken. Hier kriegt gerne mal einen Snack aus der Hand. Und sie möchte auch aus der Hand gefüttert werden. Na, ihr seid ja Mäuse. Okay, machen wir das. Aus der Hand füttern und du kriegst auch ein Heu. Ihr habt ja schon wieder alles abgefressen. Hier geht's noch. Unsere Pferdeäpfelchen, vielen Dank dafür. So, und jetzt müssen wir zu unserem Baby. Baby, Orkan. Orkan? Ach, du stehst da mitten im Baum. Was ist mit dir? Er ist verängstigt. Warum? Beruhigen. Was ist los? Baby, kommst du da nicht mehr raus? Guck mal, die Ruby kommt und hilft dir. Was ist bei Ruby? Mitgefühl für Pferd, armes Pferd. Ruby hat Mitleid mit ihrem vierbeinigen Freund. Ach, wie süß ist das da? Was können wir denn noch machen mit ihm? Freundlich. Reden. Sagt er uns jetzt, was los ist? Jetzt fragen wir ihn, was ist denn los, kleine Maus? Er ist verängstigt vom Erkunden der Umgebung. Die Welt kann ein großer, furchteinflößender Ort sein. Und zu versuchen, das alles in sich aufzunehmen, kann ein junges Fohlen ganz schön überfordern. Ja, Orkan, also das geht nicht nur Fohlen so. Wir füttern dich noch mal ein bisschen. Und wir können jetzt, Level 2 hat er erreicht schon. Und wir können seinen Hals massieren und sowas alles. Was wir den anderen ja schon gelernt haben. Das ist doch auch schon mal super. Geht's ihm jetzt besser? Ja. Dann machen wir nochmal anschmiegen und Hals kraulen. Hi, du hübsche Maus. Ich bin mal gespannt, wie du aussiehst, wenn du groß wirst. Na, war lecker? Nom, nom, nom. So, wir brauchen alle unbedingt... Oh, Tilo. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen unbedingt Geld, aber Tilo ruft erstmal an. Ja, Tilo, was ist los? Ah, Tilo hatte ein schönes Date. Das ist doch schon schön mit Kayla Fleming. Glückwunsch, Tilo. Ich meine, du heißt Tilo Lamour, da kann ja es ja nur gut werden. Und sie wünschte sich jetzt hier noch diesen Champions-Wettbewerb. Was war das nochmal? Ist egal, auch welcher, ne? Irgendein Champions-Wettbewerb, okay. Aber wir haben noch ein bisschen was zu tun, Bubi. Mach erstmal ein bisschen Gartenarbeit, das wäre echt super. Alles ernten überall. Hier auch die Weindinger alles ernten. Kannst hier hinten nochmal wieder reparieren. Ich meine, so täglich Brot, ne? Die Dinger hier zu reparieren. Reparieren, reparieren. Können wir es dann auch langsam schon mal verbessern? Uns fehlen wahrscheinlich Sachen, oder? Ach so, nee, weil es kaputt ist. Es wird es jetzt nicht angezeigt, was wir brauchen. Dann mach es erstmal heile. Können wir hier was machen? Verstärkter Behälter, da fehlt uns noch ein Teil. Und da fehlen uns noch ganz viele Teile. Uiuiui. Und Ruby hat Level 4 der Gartenfähigkeit erreicht. Und sie kann jetzt mit Pflanzen sprechen, um ihr Sozialbedürfnis zu befriedigen und Pflanzen in einem nahegelegenen Bereich ernten. Ich meine, das passt sowas von zu Ruby, dass sie eher mit den Pflanzen und mit den Tieren spricht, als mit echten Menschen. Und jetzt noch ein bisschen hier reparieren und dann geht's weiter. Und schaut mal, es ist schon 5:30 Uhr am Abend und wir haben eigentlich nur Pferde versorgt, unseren Garten gemacht und zwei Teile repariert. Ah, die Tage gehen einfach viel zu schnell um. Wer kommt uns denn hier besuchen? Wer ist das? Ist das Amber? Nee, das ist Dani. Hey Dani. Einmal begrüßen, mit Howdy vorstellen. Wir kennen Dani immer noch nicht. Das stimmt doch nicht. Wir haben doch... Oder ist sie eine andere Dani? Moment, wir kennen doch Dani schon. Dani, Dani, Dani. Oder war sie immer nur in der Nähe und wir haben uns nie richtig vorgestellt? Das kann natürlich auch sein. Wir kennen Dani tatsächlich noch nicht. Sowas. Sie ist ja die aus dem Trailer, ne? Ja. Ja. Und ein bisschen über die Pferdewitz erzählen. Was denn sonst? Und was können wir noch machen? Über die Veränderung in der Nachbarschaft reden. Über das Kochen reden. Und wir haben erfahren, dass Dani eine Genießerin ist. Und dass sie arbeitslos ist. Okay. Ich meine, wir sind in dem Sinne auch arbeitslos, aber wir könnten uns ja wahrscheinlich so als Rancherin irgendwie beim Arbeitsamt melden. Oder aber im Moment sowieso nicht, weil wir nicht genug Strom haben. Wir kein Internet haben. Hey, süße Maus. Zu flüstern.
Kommt immer gerne mal vorbei, ne? Zu gucken, ob alles gut ist, gerade wenn jemand Fremdes da ist. Ist wie ein Wachpferd. Und dann werden wir uns als nächstes mal nochmal hier um unseren Wein kümmern. Es ist so lustig, wenn man hier runtergeht und alles ist schwarz. Und dann ist hier dieser winzige kleine Raum. Aber wir machen hier nochmal einen. Ach, Wein. Entschuldigung, ein Nektar, ein Nektar. Was ist denn da? Das kann man. Ach, dann kann man das Ganze kaufen. Nö, wir wollen das alles selbst herstellen. Oh, ist das Ding dreckig? Dann machen wir es erstmal sauber, weil sonst. Das stimmt, das sollte mal zwischendurch sauber gemacht werden, oder? Und danach machen wir dann einen. Ja, machen wir, würde ich sagen, wieder so einen Traubennektar. Davon haben wir genug. Und wir sind wieder am Stampfen, 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 Stampfen. Wir können hier mal reingucken, ob da vielleicht doch schon mal ein bisschen mehr gereift jetzt ist. Immer noch leicht gereift. Ich würde sagen, wenn wir das jetzt hier schon unten im Keller machen, ne, würde ich sagen, ist unsere neue Herausforderung, dass es nicht nur leicht gereift sein muss, sondern ein bisschen mehr. Aber ich weiß gar nicht, was danach kommt. Mehr als leicht hatte ich noch nicht gesehen bis jetzt. Ich habe mir überlegt, vielleicht machen wir uns mal auf den Weg nach Henford-on-Beckley zum Stand und verkaufen dann die Sachen, die wir jetzt hier so haben. Also unsere Erntesachen. Weil so viel Obstsalat können wir tatsächlich nicht machen, glaube ich. Und unser Wein wird ja auch immer mehr. Also unsere, ja, unsere Weinreben. Genau, unsere Weintrauben werden immer mehr. Und die können wir dann da an dem Stand verkaufen. Und dann haben wir hoffentlich bald wieder noch ein bisschen mehr Geld. Weil wir könnten bestimmt noch vielleicht mal ein paar Hühnchen, würde ich sagen. Und eine Kuh wäre ganz gut, ne? Nochmal andere Milch und ein paar Eier. Und das ist fertig. Einmal abfüllen, bitte. Na, wie viele Flaschen sind's? Zeig, zeig, zeig. Zwei Stück. Und ist ja gut. Normal, okay. Und was steht hier oben? Die Leidenschaft von Ruby für das Swancher-Leben hat sich erneut ausgezahlt. Sie weiß einfach, wie man stampft und hat eine zusätzliche Flasche Nektar aus dieser Charge gepresst. Und jetzt hast du Hunger und du stinkst. Ja gut, jetzt bist du jetzt duschen. Mach doch sonst vielleicht erstmal noch einen, wenn wir hier schon gerade so dabei sind. Jetzt machen wir noch einen aus Apfel. Dann kannst du danach duschen gehen, okay? Was hat sie hier unten? Stampftastisch! Es ist unglaublich, dass man Nektar produzieren kann, indem man Zutaten in einen Bottich wirft und dann zerstampft. Ruby findet den ganzen Vorgang unheimlich faszinierend. Und Orkan hat Level 3 der Charakterfähigkeit erreicht. Sims können jetzt Orkan umarmen und über das geheime Leben von Tieren mit ihm reden. Na, Ruby, hast du schon wieder Hunger? Dann mach dir doch nochmal einen schönen Obstsalat. Ich muss ja sagen, dass dieses Licht mit diesem Holz zusammen einfach immer so toll aussieht. Richtig, richtig schön. Ach, sehr gut, Ruby. Das nenne ich Multitasking. Seinen Mitternachtssnack essen und dann gleichzeitig die Heuraufe füllen. Kannst du gleichzeitig auch die Tiere sauber machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie viel ist der jetzt hier? Der ist wieder sauber. Der ist leicht schmutzig. Orkan, geht's gut. Ja, ich würde gerne dich hier putzen, aber du schläfst gerade. Deswegen lassen wir dich mal schlafen. Und dann würde ich sagen, geht Ruby auch mal schlafen und dass wir mal wieder in einen vernünftigen Tagesrhythmus hier kommen. Wir haben jetzt hier wieder ein bisschen Milch bekommen. Danke, Flocky. Nee, Entschuldigung. Mimimi. Ach Mensch. Mimimi ist Milch. Da ist Mimimi Milch. Oh, hier steht ja noch unser Apfelnektar. Den müssen wir noch ins Regal stellen. Da gab es tatsächlich nur eine Flasche von. Okay. Und dann werden wir hier das Präriegras ernten, bevor das wieder irgendjemand auffuttert. Und ich schaue nicht dich an hier, mein Fräulein. Dich. Oh, wir haben eine Drachenfrucht gefunden. Ipanema läuft hier lang wie so ein junges Fohlen. Also Ipanema rennt, glaube ich, mehr durch die Gegend als Orkan. Aber Orkan freundet sich hier mit Flocke und Mimimi an. Das ist auch schön. Wir haben eine grüne Erbse gefunden. Ich glaube, das haben wir tatsächlich noch nicht gehabt. Und eine Himbeere gab es noch. Oh, wie süß. Ich finde das im Hintergrund, ne, wenn man immer sieht, wie die Tiere sich hier unterhalten und miteinander interagieren. Das ist richtig schön. Also wir brauchen unbedingt noch einen Hund, also so einen richtigen Hofhund. Vielleicht habt ihr mal eine Idee, was eine Rasse da vielleicht ganz gut wäre. Ruby macht jetzt hier wieder ihre Gartenarbeit. Ne? Überall wird geerntet und die drei Kleinen, die hatten, glaube ich, keine Lust mehr auf den Regen. Die sind jetzt alle hier drinne. Ich meine, dafür ist es da, ne? Die Türen sind offen. Und wenn jetzt das Wetter ein bisschen besser ist, könnten wir ja mit Serafina hier nochmal ein bisschen üben. Das geht, glaube ich, nur, wenn wir drauf sitzen, ne? Serafina, komm mal her, Süße. So, jetzt einmal bitte aufsteigen. Zeigt mal, wie gut ihr das könnt. Wahrscheinlich gar nicht. Oh, Serafina, du siehst süß aus. Na, klappt's heute? Oh, keiner runtergefallen? Alles gut? Sehr schön. So, wir gehen jetzt mal hier hinten eine Runde springen. Wo sind die Springdinger? Hier. Und wir werden die grundlegenden Sprünge üben. Und am Montag, also morgen, werden wir mal zum Markt, also nach Finchwick. Nee, wie heißt das? Doch, ist das der Markt von Finchwick? Ja, ne? Nach Henford-on-Beckley reisen und unsere Sachen ein bisschen verkaufen, dass wir dann hoffentlich ein bisschen Geld bekommen für eine Kuh und ein paar Hühnchen. Das wäre doch was. Level 2 der Sprungfähigkeit. Sims können mit Serafina jetzt über das Springen reden. Zudem erbringt
Serafina bei der Verwendung von Sprunghindernissen nun eine etwas bessere Leistung. Sehr gut. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen düngen. Wir haben so viel Pferdemist. Ruby legt jetzt noch eine nächtliche Nektarherstellungssession ein. Wir wollen da ja auch mal ein bisschen hochkommen bei der Fähigkeit. Da sind wir immer noch auf 1. Also das dauert doch ganz schön lange. Was hat sie denn? Comedy 2? Ruby, da sehe ich dich ja gar nicht, aber okay. Sonst hast du hier Fitness ein bisschen höher, Kochen auf 5, trotz dass sie nur Obstsalat macht, auch nicht schlecht. Geschicklichkeit schon 3, Gartenarbeit 4 und Reiten schon auf 5. Sehr gut, Ruby. Unser Nektar ist fertig, jetzt wird er abgefüllt. Mal gucken, ob er gut ist oder schlecht. Na, wo bist du? Nektar, hier unten. Eine Flasche gab es nur und sie ist schlecht. Oh. Na gut, okay, daran. Komm, dann machst du noch eine, danach darfst du schlafen gehen, okay? Wollen wir das so machen, Ruby? Und Ruby hat Level 2 der Nektarherstellung erreicht. Ruby kann jetzt mit der Nektarstation die Rezepte für sinnlichen Erdbeernektar und starken Kartoffelnektar herstellen. Mit ihrem neuen Fähigkeitenlevel stellt Ruby auch Nektarflaschen schneller her. Ruby, duschen, ab ins Bett und dann gibt's wieder einen neuen Tag. Einen schönen guten Morgen und heute ist Rabatttag. Das ist sehr schön. Also wenn wir was kaufen, kriegen wir 10%. Das wäre doch was. Dann versuchen wir mal, die Sachen heute loszuwerden, dafür Geld zu bekommen und uns ein paar Hühnchen und vielleicht eine Kuh zu kaufen, wenn das Geld noch reicht. Das ist der Plan für heute und schaut euch mal diesen Sonnenaufgang an. Machen wir hier mal zu. Ach, guckt euch das mal an, wie schön. Mittendrin unser kleines Heim. Und besonders wunderschön ist diese kleine stinkende Flocke. Wieso bist du denn ausgehungert, Mäuschen? Die ist schon wieder leer. Hier ist doch alles voll. Ach, Flocki. Lauf mal nicht weg, sonst erwische ich dich nicht. Dann werden wir dich mal putzen und dann kriegst du halt eine Flasche. Da, die 4 Simoleons haben wir auch noch übrig. Ruby, Aufstehzeit. Heute wird nicht ausgeschlafen. Wir haben Montagmorgen. Ruby, steh auf. Sie hat gar keine Lust. Aufstehen. Ah, guten Morgen, junge Frau. Apropos junge Frau, wie lange hast du denn noch? Noch 90, also ich habe auf lang gestellt, ne? Ich mag meine Sims, die müssen immer lange leben, deswegen ist es ein bisschen doll lang. Wenn ich es ein bisschen weniger machen soll, sagt Bescheid, aber dann haben wir halt sehr viel von unserer lieben Ruby und unseren Tieren. Genau, einmal geputzt und einmal gefüttert und dann geht es dem süßen kleinen Flocki auch wieder gut. Und wo ist Orkan? Du bist schon wieder hier, ne? Du bist wieder angespannt. Ach, kleine Maus. Beruhigen. Noch ein bisschen reden. Und Ipanema ist wieder am Stänken. Hör doch mal auf, Ipanema. Freundlich? Nee, vielleicht hier noch Pferdepflege. Aus Hand füttern. Dafür muss er erwachsen sein oder Level 4 der Charakterfähigkeit haben. Süß und beibringen, Heu zu fressen. Der Orkan ist zu angespannt, um dies zu tun. Vielleicht können wir was anderes machen. Noch mal ein bisschen bürsten. Dass er sich ein bisschen besser fühlt. Jetzt ist er okay. Okay, dann können wir jetzt was vielleicht machen mit der Pferdepflege. Beibringen, Heu zu fressen. Ja, das machen wir gleich mal. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, jetzt bringen wir mal Orkan bei, Heu zu fressen. Guck mal da. Lecker. Om nom nom. Das hat er aber gut gemacht. Und die stolze Mama ist daneben. Und oh, die Mama freut sich. Und kann er das jetzt? Und dann müssen wir das öfter machen. Pferdepflege, beibringen, Heu zu fressen. Okay, machen wir nochmal. Vielleicht steht ja dann irgendwann, er kann das jetzt. Nom nom nom. Aha. Hast du gut gemacht. Ach, jetzt geht sein Charakterwert dann hoch. Okay, und dann kann er irgendwann tatsächlich da richtig futtern. Richtig futtern, meine ich. Und Juniper ruft an. Hallo Juniper. Hallo Ruby. Ich frage mich, ob es sich lohnt, Meredith Roswell besser kennenzulernen. Was denkst du? Klar, hau rein. Oh, wir waren auch schon lange nicht mehr bei den Familie Grove. Und Ruby braucht erstmal ein bisschen. Muss sich erstmal selbst ein bisschen um sich kümmern. Und ich würde sagen, wenn sie das alles erledigt hat, können wir dann uns auf den Weg nach Henford und Beckley machen. Vielen Dank, lieber Orkan. Du kackerst wie ein Großer. Und jetzt auch. Ach, wie süß bist du denn? Schau mal. Und dann werden wir uns, glaube ich, mit Ipanema auf den Weg machen. Einmal aufsteigen und dann reiten wir nach Henford und Beckley und verkaufen unsere Sachen. Ich hoffe, der Stand hat offen, aber ich meine, montags um 9 ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit, oder?
Und wir sind in Hanford-on-Bagley mit einem Pferd. Ist das nicht toll? Das passt hier so gut rein. Wir trotten mal hier so ein bisschen hin und her. Hierhin trotten. Und hier haben wir noch Agatha Knautschgesicht. Da können wir jetzt erstmal handeln und mal gucken, vielleicht werden wir da auch was los. Und hier ist Lavina Chopra. Sie ist die Ortsbürgermeisterin. Bei der können wir uns gleich mal vorstellen mit Howdy. Wir begrüßen alle mit Howdy. Und Ruby hat Level 2 der Charisma-Fähigkeit. Und wir haben 25% Rabatt bekommen. Sehr gut. So, Objekte verkaufen. Wir haben 10% Gewinn und wahrscheinlich, wenn wir etwas kaufen würden, hätten wir 25%. Da können wir auch mal gucken, ob wir da nicht irgendwas finden, was wichtig ist, was wir gut gebrauchen könnten. Mal schauen. Wir können Sachen verkaufen. Sehr gut. Ist eigentlich irgendein Trick, dass es hier schneller geht. Ich habe keine Ahnung. Also bitte sagt mal Bescheid, wenn man hier das ein bisschen schneller verkaufen kann und dass man hier nicht andauernd drücken muss. Ich würde sagen, unser Präriegras werden wir behalten. Die Schokobeere kann noch weg. Die kommt ja auch immer wieder. Die schwarze Bohne. Also mal gucken, wenn irgendwann auch das passt mit den Jahreszeiten. Also nicht passt, dann können wir das ja in unser Gewächshaus dann pflanzen. Oh, wir haben auch sehr viele Weintrauben. Die können wir auch mal verkaufen. Da ist bestimmt morgen oder so auch wieder neue dann dran. Die Wolle war auch sehr viel wert, da die schwarze. Vielleicht verkaufen wir die auch mal. Flocke bleibt ja noch hoffentlich sehr, sehr lange bei uns. Dann kriegen wir bestimmt noch viel mehr Wolle. Sehr gut. Und wir sind jetzt bei... Oh mein Gott, schaut mal. 1890 Simoleons. Das hat sich doch schon mal gelohnt, oder? Wir behalten jetzt eigentlich nur das Präriegras. Dankeschön. Wir sind reich. Und wir könnten hier auch Sachen kaufen, aber ich glaube, mal schauen, Marmelade brauchen wir nicht. Nee. Irgendwie war da jetzt nichts dabei, wo ich gesagt hätte, das brauchen wir jetzt unbedingt. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier zu. Hat er andere Sachen? Wir gucken nochmal kaufen. Und hier gibt es ein paar andere Sachen. Hier gibt es ein bisschen mehr Fisch. Hier gibt es Eier, aber wir wollen ja Hühner, also kaufen wir die jetzt nicht. Aber wir könnten hier das eingepackte rote Fleisch mal kaufen. Und einmal weißes Fleisch. Milch brauchen wir nicht. Kartoffeln würde ich gerne anbauen. Haben wir schon Kartoffeln? Wisst ihr das? Brauchen wir ja, glaube ich, auch für unseren... Wir nehmen mal einen mit für unseren Nektar. Da gibt es doch auch Kartoffelnektar. Kürbis gibt es noch. Pflanzenmilch, Käse, Mehl. Ich glaube, Mehl kriegt man auch nicht angebaut, oder? Dann nehmen wir mal ein bisschen mehr davon mit. Schokomilch, lecker. Zucker kriegen wir, glaube ich, auch nicht angebaut. Die Frage ist, warum? Könnte man das nicht irgendwie anbauen auch? Doch Zuckerrüben und sowas. Na gut. Also wenn ich jetzt irgendwelchen Blödsinn erzählt habe, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, weil ich lerne auch immer gerne dazu. Und wenn ihr sagt, hey, du musst das und das anbauen, dann kriegst du das und das, dann freue ich mich sehr. Wer bist du denn? Du siehst ja nett aus. Hallo Rami. Oh, und sie macht Kreuzstich. Wir werden uns mal vorstellen. Vielleicht finden wir doch noch mal ein paar Freunde. Der freut sich, dass wir bei ihm eingekauft haben. Übernehmer, wo bist du eigentlich? Ach, du stehst hier rum. Okay. Hast du schon einen Freund gefunden? Aber dir geht's gut, ne? Ja, du bist okay. Du kackerst hier einfach mal in die Gegend. Auch schön. Und die beiden? Tragen die sich? Sie sieht ein bisschen traurig aus. Oh, warum bist du denn so traurig? Wegen Ableben trösten. Oh, da ist jemand gestorben bei ihr. Und guck mal, und wieder typisch Ipanema. In dem Moment, wo Ruby sich mit irgendjemand anderem unterhält oder beschäftigt, kommt sie an. Also sie ist echt so ein Beschützerpferdchen, ne? Sie guckt, hey, Ruby ist nicht alleine. Kann man diesen Menschen trauen? Ruby stinkt schon wieder, aber sie macht sich jetzt nochmal auf einen kleinen Ausritt auf mit Ipanema. Und dann werden wir uns nachher auch auf den Rückweg machen. Ich würde sagen, so ein bisschen sich hier nochmal umzuschauen in Hanford-on-Bagley auf dem Pferd ist doch auch mal schön, oder? Oh, sie sind aber jetzt sehr langsam unterwegs. Geht das auch einen Tacken schneller, ihr Süßen? Dynamisch würde ich dann mal sagen, okay? Auch sehr schön hier, oder? Mit dem Wasser und so. Einmal über die Brücke. Und sie hat Level 6 der Reitfähigkeit erreicht. Ruby vertraut immer mehr auf ihre Reitfähigkeiten, was sich beim Reiten auf ihre Stimmung auswirkt. Das ist ja toll. Super, Ruby. Na, wo geht's lang? Sie haben also auf der Brücke umgekehrt, weil es da nicht mehr weiterging. Jetzt geht's hier so lang, aber das ist ja auch super schön hier so entlang, ne? Und die reiten immer schön auf dem Fußgängerweg. Jetzt kommen sie angaloppiert. Sehr gut, Ipanema. So ein bisschen, finde ich es ein kleines bisschen dynamischer, ne? So. Dich nicht überanstrengen. Das war doch toll. Na, wirft sie uns runter? Nee. So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Heimweg.
Hallo Schatz, wir sind zu Hause. Oh nein, Rechnung. 399, aber wir wollten uns doch was kaufen, Menno, Rechnung bezahlen. Hi, geht's euch allen gut? Wir waren unterwegs. Und wir haben Geld mitgebracht. Ich hoffe, es reicht. So, schauen wir mal, wo wir unseren Kuhstall und unsere Hühnchen dann hinstellen, die wir uns hoffentlich leisten können. Also ich habe noch nicht geschaut. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Das muss ja bei den Tierchen sein, oder? Tiere. Gehört das zu Tieren? Doch, ne? Guck mal, hier ist schon mal der Hühnerstall. Was haben wir eigentlich? Die Bienenkiste. Und das ist dann der Viehstall. Okay. Hühner kosten 400. Okay. Oh, wir können uns beides leisten. Ach nee, dann haben wir immer noch keine Tiere, ne? Hm, was ist jetzt wichtiger? Ich glaube, Eier sind erstmal wichtiger. Ich stelle jetzt erstmal einen hier irgendwo hin. So riesig ist es nicht. Okay. Vielleicht macht es Sinn. Ich mache mal hier hoch. Das vielleicht hier irgendwo auf die Seite zu stellen. Nicht so direkt bei den Pferdchen vielleicht unbedingt, oder? Ich meine, wir haben hier noch so viel Platz. Ich stelle es einfach mal hier mitten hin. So, dann hätten wir noch 1100. Was kostet denn so ein Huhn? Dann müssen wir erstmal kurz zurück. So, Hühnchen, was kostet ihr? Hühner kaufen. 100. Ja, ich glaube, dann ist eine Kuh heute leider nicht mehr drin. Aber wir fangen mal mit den Hühnchen an. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall einen Hahn, würde ich sagen. Der bunte, braune Hahn oder was gibt es hier noch? Weiß, schwarz und braun. Ich will den braunen Hahn. Und dann nehmen wir eine weiße Henne und noch eine schwarze und eine braune. Okay, wollen wir das so machen? Das ist, glaube ich, ganz gut. So, und Bubi hat das Rezept für Freundschaftsleckerchen freigeschaltet. Sehr gut. Da sind jetzt unsere Hühnchen drin. Aber unsere Hühnchen brauchen, glaube ich, einen Zaun. Bei so vielen Pferden habe ich ein bisschen Angst, dass irgendjemand da drauf tritt. Wir brauchen also einen Zaun. Jetzt haben wir es aber und wir haben noch ganze 14 Simoleons. Wir sind reich. Aber schaut mal, wir haben Hühner. Na, was sagt ihr? Schön oder schön? Naja, schön einfach. Aber unsere Tiere haben es gut, hoffe ich. Werden wir hier gleich mal hingehen, wenn wir fertig geduscht haben. Und unsere Hühnerchen begrüßen. Hallo, wie heißt du denn? Ach, guckt mal, das wäre doch was Schönes, was ihr machen könntet. Würdet ihr so lieb sein und den Hühnchen ein paar Namen geben? Wir können sie ja mal einmal Kontakt knüpfen und mit ihr spielen. Also wir hatten ja eine schwarze, eine weiße und eine braune Henne und einen braunen Hahn. Und wir brauchen auch für unseren Stall hier noch einen Namen. Hühnerstall einen Namen geben. Können wir sie denn hier mal füttern? Futter in der Nähe verstreuen. Oh Gott, 4 Simoleons. Gerade so, ne? Und dann werden wir das hier mal abschließen für alle Tiere, würde ich sagen, ne? Oder wäre das lustig, wenn da nur die Kleinen nicht reinkommen? Moment, abschließen für... Was würde denn noch gehen? Alle Pferde? Und dann hier... Können wir nochmal aufschließen? Dann machen wir hier auch abschließen für alle Pferde. Weil dann könnten zum Beispiel die Zwergziegen und so ja auch da rein. Ach, schaut mal, da oben der Hahn. Das ist so süß. Glucksin. Und der Hahn hat schon mal gekräht. Oh, was ist mit dir? Ist doch alles gut. Was können wir denn machen? Kontakt knüpfen und die streicheln. Und dann können wir jetzt vielleicht auch noch mal fragen, ob ein Huhn mal ein Korn findet. Da sind sie alle, unsere 4 Süßen. Also 3 Mädels, ne? Und der Hahn im Korb. Den geht's auch gut. Ach, sie sind ja niedlich. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr hier Futter verstreuen. Wir haben noch 7 Simoleons, wir sind noch reich. Und mit diesem süßen Bild, wie die Hühnerchen ihre Körnchen picken, Ipanema im Hintergrund schnarcht, der Hahn um die Ecke schaut und Ruby eigentlich ja absolut super glücklich ist. Schaut sie euch an. Es geht ihr, glaube ich, richtig gut gerade, ne? Was hat sie hier jetzt? Hühnerliebe, ach, wie niedlich ist das denn? Und hier auch noch leidenschaftlicher Genuss, weil sie geritten ist. Also echt, ein tolles Landleben haben wir hier. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Mal gucken. Oh, Isarafina kommt auch schauen. So eine Kuh wäre noch ganz toll. Und wir müssen immer weiter unsere Ranch erweitern. Das wird, glaube ich, noch richtig, richtig schön hier bei uns. Wir haben noch viel Platz. Wir können noch viel anbauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Teil. Tschüss.